Hi Leute und willkommen zurück zu Teil 3 unserer Leo Fight Quest. Er ist jetzt wieder aufgetaucht. Ich bin mitten im Bauen, denn ich habe beschlossen, dass ich eben die Burg schon mal so ein bisschen voraufbaue. Also beziehungsweise, dass ich die Wände schon mal in T3 ausbaue und die Böden. Ich denke, das ist nicht so interessant für euch, weil das kann ich euch dann auch erzählen, mit welchen Materialien ich das gemacht habe. Wir machen dann auf jeden Fall auch wieder einen Baupart, wo wir zusammen einrichten und eben auch noch die fehlenden Gebäude bauen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt in Teil 3 mit der Leo Fight Quest. Ich wünsche euch viel Spaß und let's go! Um euch nicht zu spoilern, welche Materialien ich hergenommen habe, muss ich mir jetzt leider so hinstellen. Und Leo Fight ist blau und nicht lila. Und ich bin gespannt, was er uns zu sagen hat. Du wirst nicht glauben, was ich dir gleich erzähle. Ich habe im Land der Verbannten schon viele unglaubliche Dinge gesehen. Wer bist du? Ich bin der echte Liu Fei, Zauberer des himmlischen Kaisers von Kitai, Meister der fünf Stürme und geheimer Verteidiger des Throns der tausend Blüten. Der echte Liu Fei? Wem habe ich dann geholfen? Du wurdest reingelegt. Die Manifestation, für die du gearbeitet hast, ist kein geringerer als die Bestie, die wir beide bannen wollen. Der Dämon? Aus demselben Grund. Ich wurde von der Bestie in die Yogta-Pflanze gelockt und in den mächtigen Tentakeln der Pflanze eingeschlossen. Und warum sollte ich dir glauben? Weil unser Feind ein Täuscher aus einem Reich jenseits der Zeit ist. Da er für seine Pläne äonenlang Zeit hat, hat er nahezu jede Eventualität vorhergesehen. Fast? Hochmut ist unter Dämonen weit verbreitet. Der Bestie kam nie in den Sinn, dass ein einfacher Sterblicher willensstark genug sein könnte, um Yogtas Umarmung zu entkommen oder dich um Hilfe zu bitten. Eine wahrscheinliche Geschichte. Vieles von dem, was dir der Dämon gesagt hat, ist wahr. Ich kam in das Land der Verbannten, um ihn zu bannen. Aber ich nehme an, Hochmut ist unter Menschen ebenso verbreitet wie unter Bestien. Ich war jung, aber meine magischen Talente überstiegen die Fähigkeit meines Mentors und ich konnte etwas tun, das er nicht konnte, mit der Unterwelt kommunizieren. Als ich von der Existenz des Dämons erfuhr, war ich davon besessen, alles über die Bestie in Erfahrung zu bringen. Ich missbrauchte das Vertrauen meines Mentors und las verbotene Schriftrollen, um den Namen des Dämons zu finden. Namen bedeuten in der Welt der Dämonen Macht und als ich seinen echten Namen entdeckte, glaubte ich in meiner jugendlichen Arroganz, ich hätte den Willen, ihn zu bannen, nachdem ich ihn seiner Geheimnisse beraubt hatte. Und wie lautet der Name? Ich kann mich nicht erinnern. Irgendein übler Aspekt von Yogtas Umarmung geraubt mich meine Erinnerungen. Wie praktisch, wie kann ich wissen, dass du die Wahrheit sagst? Weisheit und Logik diktieren, dass du nicht wissen kannst, ob alles, was ich sage, der Wahrheit entspricht. Aber meine Forschungen sind etwas anderes. Finde sie und bringe den echten Namen der Bestie in Erfahrung. Wie beweist die Kenntnis seines Namens deine Worte? Wäre ich der Dämon, würde ich alles tun, um zu verhindern, dass du dieses Geheimnis lüftest. Das Wissen um den echten Namen eines Dämons verleiht dir Macht über ihn. Dieses Wissen ist erforderlich, um einen Dämonen im Rahmen eines Rituals zu unterjochen. Wo sind deine Forschungen? In meiner Behausung, in einem Turm weit oben im Platz des Himmels. Lies meine Forschungen, lerne das Ritual und vergiss seinen Namen nicht. Okay, ich weiß, was zu tun ist. Wir reisen hin und suchen seine Forschungen. Wir sind, glaube ich, am Ort des Geschehens und soweit ich weiß, müsste das hier der Turm sein, wo wir Liu Feis Notizen finden. Ich gehe mit euch auf die Karte und hier beim Platz des Himmels ist der Turm. Wir klettern da jetzt also mal hoch irgendwie, denn anders kommt man da, glaube ich, auch gar nicht rauf. Schauen wir mal, ob wir es irgendwie schaffen. Im Testlife bin ich natürlich hoch geflogen, weil das der einfachere Weg war. Aber hier muss man sich einen Weg nach oben bahnen. Aber ich glaube, das sollten wir eigentlich hinkriegen, soweit ich das denke. So, brauchen wir eine Pause? Nee, sollte eigentlich klappen. So. Stell dich mal dahin. Ja, jetzt ist hier gesperrt. Irgendwo ist offen. Jetzt habe ich natürlich keine Axt dabei. Lass mich mal schauen. Es gab eigentlich ein Fenster, wo man durch konnte. Und zwar hier. Da würde ich sagen, gehen wir durch und machen den Scheißer kaputt, der sein
Popo mit einem Teller bedeckt. So ein Depp. Und ich bin eine Stufe aufgestiegen. Wie cool ist das denn? Und praktisch, dass ich mein Abhäutemesser mit dabei habe. Denn dann holen wir uns gleich die Haut. Die brauche ich nämlich für das ganze T3-Zeug. So. Also, dann fangen wir doch mal an. Hier liegt eine Notiz. Dann haben wir hier eine liegen. Was ist das? Oh, okay, wir haben es kaputt gemacht. Drückt es nicht an. Was opfern die hier? Verspult. Hier haben wir noch eine Notiz. Hier am Boden liegt eine. Und irgendwo da hinten ist noch eine. Und zwar hier. So, und jetzt müssten wir eigentlich alle fünf haben. Seite 4, Seite 3, Seite 2, Seite 1, Seite 5. Sehr schön. Dann haben wir alle Notizen, die Liu Fei braucht und können auch wieder runter zu ihm. Diese Kugel ist jetzt wieder neu gekommen, okay. Genau, ich kraxel runter und wir sehen uns dann bei Liu Fei. So, mein Guter, where are you? Bitte komm heraus. Hast du meine Forschungen gelesen und den echten Namen der Bestie gefunden? Oh nein, wir haben vergessen, sie zu lesen. Scheiße. Deine Experimente sind entkommen und haben den Großteil deiner Forschung zerstört. Aber ich weiß jetzt den Namen. Metzamalech. Experimente? Ich musste in 6 der 9 Höhlen reisen, um sie zu sammeln. Sie sollten als rituelle Gefäße dienen, um die Bestie darin einzusperren. Es ist gut, dass du den Namen kennst, aber wir brauchen einen dieser Kobolde, um das Ritual durchzuführen. Diese Kobolde müssen mittlerweile auf halbem Weg zu den 9 Höhlen sein. Überlass das mir. Du hast in unserem gefährlichen Spiel deine eigene Rolle zu spielen. Was soll ich tun? Bevor dich der Dämon morgen ruft, musst du etwas schwarzen Lotus finden. Ich besorge den schwarzen Lotus. Was dann? Wenn es soweit ist, folgst du dem Ruf des Dämons und wenn dir die Bestie befiehlt, das Knochenmehl des Teufels zu platzieren, verbrennst du stattdessen den schwarzen Lotus. In diesem Moment wird mein Kobold in den Kreis treten und wir werden die Bestie in ihm binden. Das war's? Das war's. Wir sind für heute fertig. Sieh zu, dass du morgen ausgeruht bist. Du kannst dir sicher sein, der Dämon ist es. Das ist ein verrückter und verzweifelter Plan. Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob ich dir glaube. Wenn dich der echte Name der Bestie nicht von meinen Absichten überzeugt, fürchte ich, dass dich nichts überzeugt. Aber dir muss klar sein, dass mich deine Bedenken zu dieser mentalen Gefangenschaft verdammen. Ja, okay. Das heißt, wir müssen schwarzen Lotus besorgen. Ich muss mal kurz auf die Karte schauen. Der war doch auch irgendwo hier und zwar dort müsste er sein. Dann düsen wir jetzt dahin und gucken mal, ob ich recht habe. Leute, ich hab's gefunden. Es war doch hier drin. Verspult, dann habe ich da irgendwie richtig falsch geguckt. Wir rennen jetzt mal schnell durch und besorgen uns den Lotus, bevor wir sterben. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Ich denke, ich hoffe, 12 reichen. Also schnell wieder rausgelaufen und zurück zu Liu Fei laufen. Kommt er raus? Nee, tut er nicht. Okay, das heißt, wir müssen ab dem Punkt dann wieder die 8 Stunden warten, dass wir ihm den Lotus bringen und dann eben dieses Ritual hier durchführen können. Ja, Leute, somit würde ich den Part an der Stelle dann auch beenden mit diesem wunderschönen Sonnenaufgang oder Untergang. I don't know grad. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, was meine Burg für Materialien hat. Und die Leute, die aber hier auf meinem Server sind, schreiben bitte nichts, denn ein paar von euch haben es ja schon gesehen und das wäre dann unfair. Ich bin gespannt, wer von euch richtig rät und ich hoffe natürlich, ich konnte euch mit der Quest ein bisschen weiterhelfen. Ja, ich bin gespannt, wer von euch richtig rät. Es sind, lass mich mal kurz überlegen, 1, 2, 3, 3 Haupt-T3-Teile, die ich verbaut habe und ein weiteres, wo ich aber nur eine Sache davon benutzt habe. Also gut, okay, insgesamt 4, beziehungsweise es sind sogar 5, aber das 5. zählt nicht.
Ich bin gespannt, was ihr ratet. Schreibt einen Namen für das Pferd in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Einen schönen Abend euch und bis dann.